Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur nächsten Aufnahmesession von Let's Play EVE Online. Seit meinem letzten Mal, was jetzt schon einige Zeit her ist, hat sich so einiges getan. Unter anderem können wir jetzt Level 2 Missionen fliegen. Und unsere nette nächste Errungenschaft möchte ich euch jetzt zeigen. Dafür latschen wir jetzt hier mal von unserer gemütlichen Couch aus nach draußen. Und schauen uns diese Errungenschaft an. Ihr könnt es ja schon ansatzweise sehen. Denn wir haben ein schönes neues Schiffchen. Ein Kaldari Destroyer. Einer der neuen Destroyer, die mit Retribution kamen. Nennt sich Korax, das schöne Teil. Ist zwar... Ja, es hält nicht viel aus, es ist ein Papierflieger, aber dafür macht es ordentlich Rums. Und mit dem Teil wollen wir heute Level 2 Missionen fliegen. Und ich habe mir dafür Hilfe geholt, nämlich zwei meiner Zockerkollegen. Einmal den Marius. Hi Marius! Hallo! Den kennt er ja schon bereits aus den letzten Folgen. Und den Dennis. Ja, guten Tag. Tachchen Dennis, so. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt als allererstes mal eine schicke Fleet auf. Ich suche euch gerade mal in der Gästeliste. So, einmal. Und zweimal. Ihr müsstet die Einladung bekommen haben. Ja, das sieht sehr gut aus. Dann schauen wir mal. Hat einer von euch irgendwelche Fleet Boost Skills? Wahrscheinlich nicht. Leadership Skills? Nein. Nee? Okay. Ist nicht tragisch. So. Gut. Dann schauen wir mal, was unser netter Agent für uns bereithält. Stop the Thief. Also stoppe den Dieb. Für alle, die den deutschen Client spielen. Und zwar, wir sollen einen Report auftreiben. Wir sollen den Dieb zerstören und den Report looten. Das Ganze ist in Nia Beinen. Wir kriegen 100.000 ISK als Belohnung, 146 LP und Bonus, wenn wir das Ganze in 2 Stunden und 8 Minuten schaffen, kriegen wir nochmal 76.000 ISK obendrauf. Wir akzeptieren die Mission, bevor wir das wieder vergessen, beziehungsweise ich. Und ich würde vorschlagen, wir docken jetzt einfach mal alle ab. Sehr gut. Na, ihr seid ja schon draußen. Oder, ach, ihr seid ja gerade abgedockt. Achso, okay. Halleluja. So, ich... Warp schon mal. Nach Nia Beinen. Aha. Ich war schneller. Okay. Bin mal gespannt, wie das zu dritt so sein wird bei den Level 2 Missionen. Weil, ja, sollte eigentlich kein Problem werden. Sollte kein Problem werden. Es gibt ja Level 2 Missionen, die sind, wie ich gemerkt habe, durchaus nicht gerade unheftig. Ja, und es gibt welche, die sind eher zum Einschlafen. Aber gut. So. Und seid ihr durch? Jo, bin gerade dabei. Bin drüben, ja. Okay, sehr gut, dann warp ich schon mal vor. Müsste eigentlich, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, eine mit einem Gate sein. AU der Sonne entgegen. So. Noch 5 Millionchen. 800.000, 100.000 Kilometer. So, ah, ihr könnt mir hinterher warpen.
Das wär's ja, wenn es so wie so ein Navi dann irgendeine Stimme gibt, die sagt, noch 100.000 Kilometer. Oh mein Gott. Die jetzt aus dem Wurf fallen und bla bla bla. Bitte schnallen Sie sich an. Oh, 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 au, au. Ich habe gerade von der gesamten Stage eine Salve abgekriegt. So, ich schau mal zurück. Oh, 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 oh. Autsch. Nicht doch alle auf einmal auf mich, ich armer Kerl. Hallo. So. So, du kriegst ja... Oh, oh, oh. Oh, oh, meine Armschilde. Meine Armschilde. Wie sieht's bei euch aus? Werdet ihr ge... Also, ich bin noch nicht im Target. Naja, da ich ja die Nachhut spiele, kriege ich das gerade am wenigsten, ne? Okay, ich muss jetzt gerade mal, ganz kurz nur rauswarpen und wieder reinwarpen, weil mein Schild war nämlich schon unten. Was hast denn du für ein Schild? Also, wie viel? 1185. Und ich habe gerade sogar schon Armorschaden bekommen. Alter Schwede. So, so viel zum Thema Papierflieger. Das ist das, was ich meinte. Ja. Ja, jetzt gehen sie auf mich. Ja, dann Gas geben. Ich habe auch vergessen, meinen Afterburner anzuschalten. Fällt mir gerade mal so am Rande auf. Wäre schon ganz lustig gewesen, wenn ich das hätte getan. Wie sieht's bei euch aus? Ich bin soweit unverwehrt. Okay. Unversehrt. Unversehrt. Was fliegst du? Ja. Das gleiche Schiff wie letztes Mal. Ah, ja. Ja, ja, das ist ja auch, ja. Ich habe aber, glaube ich, einen besseren Schildbooster dran gepackt, wobei ich krieg gar nichts ab. Ja. Ja, die sind derzeit alle auf mir und jetzt mache ich mal kurz einen Abflug nach draußen. Oh Mann, das kann ja lustig werden. So, ich würde vorschlagen, dass, okay, das war jetzt ist ein bisschen doof, weil das eine Mission ohne Gate war. Aber wenn wir eins haben, würde ich vorschlagen, dass der Marius vorwarpt, dass die zumindest schon mal auf ihn zumindest schießen einen Moment lang, weil er ja besser tanken kann. Und wir zwei dann einfach hinterherfliegen, auch wenn sie auf uns dann noch wechseln. Aber so ist es ja nur ein Teil. So, ich bin wieder unterwegs und lad mal meine schönen Waffen nach in der Zeit. Jawohl. Die haben mir die Hälfte der Panzerung runtergeschossen. Boah. Ja. Ich komme ganz gut noch drauf klar. Wobei es auch mittlerweile nur noch ein Gegner ist. Echt jetzt? Ja. Dafür habe ich Energieprobleme. Na, ich habe glaube ich 4 oder 5 habe ich noch zerstören können, bevor ich weg musste. Ja, ich war gerade dabei, den ersten zu zerstören, weil ich... Oh, das war's dann, ne? Kommst genau wieder richtig rein. Ja, spitzenmäßig. Juhu! Geile Mission, die ich hier geflogen habe. Der Wahnsinn. Wollen wir looten oder wollen wir einfach weitermachen? Leute. Ja, also ich habe nichts dagegen. Können wir aber auch auslassen, kein Plan. Ich sehe gar keinen Loot. Ja, die schönen, weil du musst... Wenn du die Frags im Weltraum hast, machst einen Rechtsklick drauf und dann Add Wreck to Overview. Und wenn diese Frags weiß angezeigt werden, ist was drin. Und wenn sie nicht weiß angezeigt werden, so durchsichtig, ist nichts drin. Apropos looten, ich muss ja sowieso den Cargo-Container noch looten, weil wir sollen ja hier so einen komischen Report dann noch holen. So. Lustige Aktion. Mal schauen, wie es läuft. Ich warpe rein und es macht Batsch. So nach dem Motto, ich sollte mich lieber hier verziehen. Tja. So, schmeiß mir hier meinen Afterburner an. Also wie ist das mit dem Looten? Jeder darf sich schnappen, was er kriegt. Ja, warum nicht? Ich meine, das ist ja jetzt, das ist ja von Fricks, das ist ja alles nur so, Kleingedöns. Das Einzige, was halt cool wäre, wenn ich das kriege, ist, dass das Missionsobjekt, sofern ich die Mission angenommen habe. Das wäre nicht schlecht. Das Interessante ist, ich sehe nicht mal Wracks. Ja, hier sind eigentlich jede Menge. Ja, genau. Das irritiert mich. Du bist genau neben zwei Wracks. Die sind genau in deiner Nähe. Du musst im Weltraum. Ich sehe sie zwar im Weltraum schweben, kann diese aber nicht anklicken. Das ist wirklich sehr kurios. Ja, dann tue sie einfach im Overview-Menü. Aktivieren, oder? Kannst du sie rechts klicken? Ja, eben nicht. Ich kann die nicht mal anvisieren. Ich kann die gar nicht anklicken. Überhaupt nicht.
Okay, dann ist das vielleicht ein kleiner Overview-Bug. Probier mal, ob das was hilft. Steuerung F9 und dann nochmal Steuerung F9. Vielleicht ist es ja dann weg. Ansonsten docken nichts und dann, ja gut, dann ist das bestimmt ein Bug. Also ich habe hier noch Container, die sind gelb gekennzeichnet, die können wahrscheinlich dann irgendwie euch, oder? Die könnte sein, ja. Wahrscheinlich. Dann höre ich den mal nicht an. Ja gut, dann krieg ich Abschussrechte auf dich, aber das bringt mir jetzt nicht so viel. Wobei, nee, abgeschossen wirst du dann nicht von der Concorde, also insofern... So. Damit sind wir mit dem Looten soweit durch und können zurückwarpen. Nach Perimeter. Genau. Ich sollte mir ein Lesezeichen machen. Ich versuche derweil meine Lösung für das... Ah! Ich hab's. Kannst du es anklicken? Jetzt ja, sie waren alle leer. Ja, nachdem wir sie gelootet hatten in der Zwischenzeit. Genau. Ich weiß jetzt nicht, warum ich die nicht gesehen habe, aber... Okay. Naja. Ach ja, für alle Neulinge, die vielleicht das erste Mal... Das Wort Looten hören. Looten bedeutet ausräumen im Sinne von den getöteten Gegner. Getötet ist auch gut. Den geplatzten Gegner in diesem Fall zu beklauen. Um es mal brutal auszudrücken. Naja, beklauen ist so. Wir nehmen uns das, was er fallen lässt. Looten halt. Jo, Reste aufsammeln. Ja. Das, was von ihm übrig blieb. Wirklich beklauen ist es ja nicht, weil es ist ja ein NPC, also... Jo, außerdem ist er tot. Ja. Skilltechnisch hat sich in der Zwischenzeit ja auch einiges getan, Gott sei Dank, endlich. Aber... Leider noch keine Tech 2 Items, das heißt, ich fliege mit diesem wunderschönen Schiff hier jetzt... Mit einem Tech 1 Fitting durch die Gegend, was echt blöd ist. Denn dieses Schiff könnte so viel mehr können, aber... Tja, der gute Charakter kann es leider nicht. Seid ihr schon an der Station? Nee, gerade angedockt. Ich mach mal wieder den Nachhut. Okay, dann sage ich jetzt dem Agenten Hallo. Sage, ich möchte Complete. Ja, ich möchte teilen und drücke auf OK. So, eine neue Mission. Save a man's career. Auch wieder einmal Report looten. Find Sakrel Min, destroy his ship and loot the reports. Das würde ich sagen, ist ziemlich einfach. Findet auch wieder in Niabain statt. Das sind irgendwie immer sau viele Missionen da drüben. Das Gute ist, ich habe vor der Aufnahme ein bisschen herum experimentiert, wie man das, den Tank von diesem Schiff hier verbessern kann, aber es ist halt kein Schiff, das zum Tanken gedacht ist. Hatte ich ja in meinem Fitting-Tutorial schon mal erwähnt, also lohnt sich das eigentlich nicht großartig, da einen Tank zu investieren. Und dementsprechend muss ich halt sehen, wie ich jetzt erstmal zurechtkomme. Beziehungsweise wie wir zurechtkommen. So, der Dennis war ja ganz knapp hinter mir eben, habe ich gesehen. Wo bist du, Marius? Ich bin hier schon. Der war schon vor mir. Okay. Boah, überholt. Von der Nachhut zur Vorhut auch nicht schlecht. Ja. So, das der Rechner macht's. Das ist eine Dead Space Mission, also es kann gut sein, dass wir wieder kein Tor haben. Wenn ich Encounter und Dead Space. Moment. Wie war das noch? Ich verwechsel das immer. Warp. Okay, Moment, ich versuch gerade mal was. Ich drück mal Stopp. Okay, geht das so? Nein, das geht nicht. Wie sieht es aus, wenn ich jetzt so mache?
Primeter Nierbein. So, habt ihr einen Warp bekommen? Yep. Ja. Sehr geil. Aber ich glaube trotzdem, dass du vor mir drin bist. Ja, wahrscheinlich, weil ich ja schon halb ausgerichtet war eben. Min und ich fliegen gleichzeitig rein. Ja, ihr dürftet auch nur 1-2 Sekunden hinter mir sein und die Jungs brauchen ja auch immer einen Moment, bis sie dann wirklich locken, beziehungsweise locken und mich angreifen. Sieht auch diesmal nicht ganz so viel aus wie beim letzten Mal. Ja, ihr wart hier direkt hinter mir. So, ich bewege mich Richtung Gruppe oben. Ja, diese Effekte von den Missiles finde ich einfach herrlich. Batsch. Und tschüss. Und tschüss. Ja, irgendwie ist diese Mission gefühlt entspannter, allerdings hat mich auch noch keiner aufgeschaltet. Wahrscheinlich sind die alle auf Marius. Ja, ne, ein bisschen was kriege ich auch, aber nicht der Rede wert. Ja gut, Level 2 Missionen sind in dem Fall mit deinem Char auch, ja, nicht ganz so fordernd. Könnte man sagen. Ja. So. Wobei alleine. Ja, ist immer wieder überraschend. Also, nachdem sich viele beschwert haben, dass die Missionen doch zu leicht sind, hat CCP da offensichtlich ein bisschen nachgeholfen und mittlerweile sind sie doch wieder ein bisschen anspruchsvoller geworden. Weil Level 1 und 2 Missionen waren ja lange Zeit mal so ein. Ja, gut. Ich flieg die mal eben, aber Anspruch gab's keinen. Also, da hat man offensichtlich wieder ganz gut ein bisschen nachgeholfen. Eigentlich sind wir durch, oder? Ja, ich muss nur noch das Zeug da looten. Im Sinne von. Mal schauen, was schneller am Container ist. Wahrscheinlich du, so wie ich das sehe. Yes. Umsonst hingeflogen. Ja. So. Okay, damit sind wir hier durch und Moment, wo ist das denn? Da. Ab nach Hause. Ja. Na, mal gucken. Uah, schade. Ich hänge ganz weit zurück. Fast. Ich gehe jetzt erst in den Warp. Ich kann. Ach, wir sind gleichzeitig abge. Ja, ich habe den Warp an die Gruppe gesendet. Quasi. Ich bin aber, glaube ich, selber gewarpt. Ja, es könnte sein. Na, Cormorant. Ich müsste eigentlich jetzt während dem Warp mal zu dir rüberspringen und das Schiff kapern, aber das geht ja nicht. So. Ja. Es gibt tatsächlich Leute, die verlassen ihr Schiff im Weltraum, lassen es da stehen. Also nicht in einer Post oder so, sondern einfach mitten so. Und du denkst dir so, ah, cool, ein verlassenes Schiff. Nehmen wir das doch mal mit. Das ist mir tatsächlich schon passiert. So. Da wollte ich hin. So. Ich bin mal gespannt, wie schnell und wie viele Missionen wir da zusammenkriegen. Sehe ich ja später in der Aufnahme, weil oft, wenn ich selbst alleine aufnehme, sind das so 10, 15, manchmal auch 20 Minuten pro Mission. Und offensichtlich geht das jetzt ein bisschen schneller. So, ich bin jetzt schon fast wieder, ihr seid wieder vor mir. Wie macht ihr das?
Ich habe wahrscheinlich zu lange rumgesucht. Auch bevor man in den Warp springt, den Afterburner rein anschmeißen, dann geht man auch schnell an den Warp rein. Vorher ausmachen könnte helfen, aber ich weiß nicht, ob das heute noch funktioniert. Also früher ging das. So Tricks, da hat man zum Beispiel einen Freighter in den Warp bringen, dauert ja ewig, weil sich das Ding ja drehen muss. Und auch 3/4 seiner Geschwindigkeit erhöht und dann ist man früher immer zu zweit geflogen. Das darf man aber heute nicht mehr und ich glaube, das geht auch nicht mehr. Die zweite Person in der Frick hat immer einfach einen Webber drauf gehabt und in dem Moment, wenn du dann den Freighter gewebt hast, ist der instant und sofort in den Warp gegangen, ohne dass er sich irgendwie drehen, bewegen oder sonst was musste. Das war lustig, hat man aber zum Exploit erklärt. Seek and Destroy Objectives. Das ist nämlich mal eine klare Mission. In Nia Beinen, wer hätte das gedacht, gegen Goristas. Also falls ihr irgendwie technisch umfitten müsst wegen der Resistenzen, dann Kinetik und Thermal. Ja, das ist mir bei Lasern erspart. Ja, es kommt ja dann vor allen Dingen aufs Fitting im Sinne von Verteidigung, meine ich damit.